Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Okay. Was mich jetzt hier so ein ganz klein wenig beunruhigt, ist, dass hier einige Särge leer sind. Boss, ne, kenne ich nicht. Kai. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parzival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Okay. Gut. Aber was kann ich denn jetzt hier mal so machen? Sieht ziemlich instabil aus. Okay. Ich möchte annehmen, das kannst du bewegen. Okay. Aber ich nehme an, wenn ich jetzt hier hochspringe, dachte ich, komm vielleicht hier. Ah ja, doch. Jetzt kann ich wieder nach oben klettern. Aber was passiert jetzt, wenn ich den Leuchter hier mal dran ziehe? Gut. Okay, damit kriege ich das nicht kaputt. Aber wie dann? Ich habe hier nur meinen Ballermann und ich habe Granaten. Mehr habe ich ja nicht. So, warte mal. Kann ich vielleicht hier hochkrabbeln, an den Leuchter springen? Dachte, ich könnte mich da irgendwie ranhängen oder so.
Kann ich hier vielleicht irgendwie hochkrabbeln? Nee. Ha. Warte, oder warte mal, vielleicht kann ich ja hier mit meinem... Nee. Ja, okay. Warte mal. Auch nicht. Nein, noch. Ach. Ah. Da kann sich was bewegen. Okay. Aber wofür sollte ich das bewegen können? Okay, aber... Wo soll ich das jetzt... Okay, warte mal. Okay. Ja, das... Das lässt sich sicher bewegen. Das kann ich auch bewegen. Nee. Ja, okay, gut. Ich habe jetzt eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das ja. Na. Na, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt die... Ach, nee. Na, nee. Ich hätte es eigentlich gedacht, dass wenn er jetzt gegen die Glocke schlägt, vielleicht irgendwie so einen schönen, satten, hellen Glockenton erzeugt, der dafür sorgt, dass das Ding hier vielleicht zerspringt oder so.
durch die Frequenz, dass es kaputt geht, weil es ja instabil aussieht. Aber irgendwie... Nee, ich warte mal, ich probiere es mal von der Seite hier. So, mal ganz ruhig hier. Oh, dann trifft er die blöde Glocke nicht einmal. Leute. Ach, nun trifft die Glocke doch mal. Aber... Ja, jetzt trifft er die Glocke. Aber kein vernünftiger Glockenton. Ja, aber toll, jetzt wenn... Na... So, warte mal, kann ich da vielleicht... Ne, hin und her schwingen kann ich nicht mit der Glocke. Leute, ich... Ich komme da jetzt echt nicht drauf. Funktioniert nicht. Ja, ich kann so einen Glockenton machen. So, warte mal, ich krabbel nochmal nach oben. Vielleicht gibt es da irgendetwas oben, was ich hier noch in das Loch runterschmeißen kann oder so. Nee. Ja, nee, Leute, also ich habe jetzt echt keinen blassen Schimmer. Ich kann ja aber auch nichts machen, damit das Gewicht unten bleibt und die Glocke oben. Ha, Leute. Also ich nehme an, das Ding kann man nur deswegen hier hinschieben, damit man besser auf die, leicht auf die Säule aufkommt. Und dann von der Säule jemand an das Gewicht, Glocke geht hoch. Okay, gut, probieren wir es nochmal. Ah!
jetzt! Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Nara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Was ist los? Nara! Sip, was ist los? Okay. Warum? Okay, gut. Okay. Okay, gut. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.